komm. Langsam die Leben erst verlieren, ey. Vielversprechendes Angelloch. Hm. Wie ging das Angeln nochmal? Wenn die Linien sich treffen, was rausziehen. Okay. Schakalbarsch. Ich könnte jetzt weiter angeln, aber finde ich irgendwie ein unnützes Feature. Dann lieber so ein Friedhof, den ich glaube ich noch aktivieren kann, ne? Ja. So Mini-Events in der Landschaft, auch ganz cool. Nur, dass man hier echt die Übersicht verliert, ne? Da. Schon kotzt das Grab ein bisschen Zeug aus. Aha. Schau mal, was aus dem Wagen gefallen ist. Schau mal, was aus dem Wagen gefallen ist. Ihr werdet die ätherischen Geister überzeugen müssen, die Geisterketten zu lösen und euch Zutritt zu gewähren. Dann schnappt ihr diesen Monster... die Rosa Mortis weg, aber ich verspreche, dass es sich für euch lohnen wird. Gucken wir mal. Ihr habt eine neue Quest. Okay. Hier komme ich noch nicht durch. Ach, ich muss erstmal hier irgendwie... Steintür. Was geht hier? Ja. Erst noch ein Special Event absolvieren. Bevor ich in die Türen reinkomme. Na komm. Reicht das schon? Nee. Gibt's noch mehr? Vielleicht hier. Das sieht auch wieder verdächtig aus. Ah, hier ist die nächste. Boah, sie hat einen Haufen Viecher hier. Wie sind die denn jetzt da reingekommen? So, sollte fertig sein. Was haben wir noch? Hier. Ah, hier war ich eben schon mal. Da geht's glaube ich wieder raus. Müsste ja. Hä? Ist jetzt die Tür auf? Ah, jetzt ist die Tür auf. 8 bis 10, das passt. Weckt die Geister. Es ist auch cool, dass im Ladebildschirm immer angezeigt wird, dass man wieder vergessen hat. Skillpunkte zu verteilen. Ihr tränkt eure Waffen mit elektrischer Energie, deren Blitz auf Feinde Nähe überspringen kann, wenn ihr einen Gegner trifft. Der Blitz kann bis zu 2-mal weiterspringen. Ist das passiv oder? Das ist passiv, ne? Ne, anscheinend doch nicht. Gucken wir mal. Das ist so was wie ein Buff, der so und so lang hält. Okay. Ja, aber mit der Nebenquest und der anderen sollten wir auch dann in den Bereich kommen, dass wir die Hauptstory weitermachen können.
Geht's hier schon runter? Ne. Was geht mit dem? Special Fähigkeit teleportieren. Wieder im Rage-Modus mittendrin. Ist erstmal der Dicke dran. Da steht Gift, ja. Gift habe ich ja eigentlich nix. Aber trotzdem, was hält denn der aus? Alter. Jetzt ist er weg. Und lässt so gut wie nix fallen. Super geil. Geht die Nervensäge auch noch weg. So kleine Würmchen halten voll was aus. Sarkophag. Na komm. Das ätzend mit diesen langsam aufstehenden Gegnern. Hier kommt nichts raus, da kommt nichts raus. Und hier kommt natürlich direkt wieder was raus. Das ist ein kleiner Spinn. So. Was mir gerade ein bisschen fehlt, ist die Musik. Ein bisschen leise. Aber es reicht ja, wenn das Splatter hörbar ist. Okay, müssen wir auch durch. Eine kleine Ratte. Das. Fußsoldat. Ah. Schon wieder? Ach, ich habe wieder nicht alles geskillt. Das machen wir auf jeden Fall mal weiter. Verteilen wir hier 5 Stück und da 5 Stück. Haben wir jetzt schon auf fast 700 Leben. Ein paar Punkte, dann haben wir schon zum Anfang verdoppelt. Ah. Blasser Schlürfer. Das. Na komm. Das ist bestimmt so ein Teleporter-Ding, oder? Jetzt werde ich aber in die Enge gedrückt. Ich glaube, das ist der nächste Boss. Ja. Sieht schwer danach aus. Oh, kein Mana.
Er nimmt gar keinen Schaden. Das gibt's nicht. Jede Menge kritische Treffer und die Lebensleiste kriecht nur so ganz langsam nach unten. Der nervt ein bisschen. Oh. Mein Alpaka fängt schon an zu sterben. Ah, da kommt schon nicht so schnell aus dem Latschen, wa? Uiuiuiui. Komm. Stirb. Klappt doch. Hoffentlich krieg ich jetzt noch mal ein paar neue Waffen, damit der Schaden noch mal hochgeht. Wenig Mana. Mehr Ruhm erlangt. Ach stimmt, hier gibt's ja auch noch Ruhm-Level, ne? Ah, genau, Ruhm. Kaum bekannt. Okay. Es gibt normale Level und nochmal Ruhm-Level. Dann war es, glaube ich, so 100 Charakter-Level und 50 Ruhm-Level kann man erhalten. Quest abgeschlossen. Gepäck ist voll. Mein Gepäck ist voll. Dann gucken wir mal, was wir wieder alles wegschmeißen können. Eigentlich alles, was weiß ist, interessiert mich schon nicht mehr. Schicken wir nochmal nach Hause. Mehr kann ich nicht tragen. Ach, und für Ruhm-Level kriege ich noch Fähigkeitspunkte, genau. Das heißt, ich kann im Endeffekt 150 Punkte vergeben. Erst bei Stufe 10. Ah, das Elektro-Ding, das finde ich schon nicht schlecht. Schau mal, was aus dem so, was haben wir hier? Ist. Müll. Ja, super. Das kann ich nicht tragen. Das kann ich auch noch nicht tragen. Ilfitalität. Hey, ich habe gerade was Neues reinbekommen. Ja, ist ja schön für dich. Wann kommt das Vieh wieder? Ich sehe es nicht. Da ist genau die Aufnahme drüber, ist der Hammer. Ich kann es im Moment nicht erkennen. Dürften aber nur noch ein paar Sekunden sein. Der nimmt keinen Schaden. Was da? Ein kleiner Zombie. Okay. Euer Begleiter ist aus der Stadt. 1000 Gold. Alter Schwede. Was haben wir denn hier? So. Da ist die nächste Nebenaufgabe. 17.000 von 23.000 Erfahrung. Und die Hauptquest ging, glaube ich, bei 10 bis 12 weiter. Ein bisschen mehr würde nicht schaden. Wanderstab, Prügel. Wieder so ein Dicker. Der hält aber auch nur wegen dem Schild so viel aus. Kriegsbestie.